Ja, ein weiteres interessantes Programm von der digitalen Schultasche ist TrueCrypt. TrueCrypt ist ein Verschlüsselungsprogramm. Hier könnte man den ganzen USB-Stick verschlüsseln, allerdings um dann wieder den USB-Stick zu entschlüsseln, müsste das TrueCrypt auf dem jeweiligen PC installiert sein, wo man den USB-Stick anschließt. Da das oft nicht der Fall ist, ist es eher sinnvoll, innerhalb des USB-Sticks einen Ordner zu erstellen, der mit TrueCrypt verschlüsselt ist. Und somit hat man, dann kommt man an jedem anderen Computer an seine Daten entsprechend dran. Ja, wie geht man hier vor? Ich sage hier einfach Create Volumen. Dann wollen wir einen File-Container erstellen. Hier sagen wir Next. Standard TrueCrypt Volume. Hier wieder Next, dann können wir sagen, okay, Select File, wir können hier schauen, wo legen wir hier entsprechend Daten ab. Ich habe jetzt hier schon mal einen Ordner eingegeben und hier kann man entsprechend einen Dateinamen angeben. Ich sage mal verschlüsselt. Und dann sage ich speichern. So, dann auf nächstes, nächstes. Und jetzt muss ich die Größe von diesem Ordner angeben, den ich erstellen möchte. Ich sage jetzt einfach mal, ich erstelle einen Ordner mit 300 Megabyte. Next. Und dann brauche ich natürlich ein entsprechendes Passwort. Passwort wiederholen. Dann wieder auf Next und dann auf Ja. Hier wird dann nochmal ein Schlüssel erstellt, indem man hier mit der Maus über die Oberfläche entsprechend fährt. Dann klicke ich auf Format und sage Okay. Okay. So. Ja, wie komme ich jetzt an meine Daten wieder ran? Also ich brauche natürlich wieder mein Programm TrueCrypt. Haben wir es dann hier. So, und als erstes mache ich Folgendes. Ich wähle mir einen freien Laufwerksbuchstaben aus. Ich habe jetzt hier mal das Y ausgewählt. Und dann muss ich vorhin diese Datei auswählen, die ich angelegt habe. Also wenn ich jetzt sage Select File, dann muss ich noch wissen, meine Daten, TrueCrypt Test und hier verschlüsselt. Das war diese Datei. Dann sage ich Öffnen und dann auf Mount. Hier brauche ich mein Passwort wieder, das ich hier entsprechend eingebe. Also das darf ich nicht vergessen. Dann, wenn ich sage Okay, dann habe ich jetzt diese Partition, die ich vorher angelegt habe, diese 300 Megabyte, dem Laufwerk Y zugewiesen. Und ja, wenn ich jetzt hier doppelt drauf gehe, dann habe ich hier praktisch jetzt ein Laufwerk mit dem Buchstaben Y und kann hier in dieses Laufwerk Dateien ablegen. Also ich kann jetzt hier eingeben, Word-Dokument, Test-Dokument und ja, wenn ich wieder diesen Bereich verschlüsselt haben will, dann sage ich Dismount All oder ich ziehe den USB-Stick vom Computer ab und dann ist praktisch dieser Datencontainer wieder verschlüsselt.